Los geht's. Top 8. Oh, da steht noch Pools, aber Top 8, Nice Face gegen Dafung. Best of 5. Winners Semifinals. Ich bin gespannt. Also Nice Face. Wir haben bisher nur Pyron Mithra gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon ein Main ist, ein Solo-Main oder ein Secondary. Ich denke immer noch, dass der Link am Start ist, aber ja, solange er ihn nicht braucht, kann er natürlich Pyron Mithra weiter trainieren. Ist ja auch ein sehr guter Charakter. So, auch hier, wir sind wieder, können sehen, was ihr schreibt. Jetzt gibt es natürlich nicht mehr so viele Sets, die ich für euch on Stream holen kann. Aber ja, schaut euch gern mal an, wie das Bracket aussieht. Ah, okay. Kein Air-Dodge hier gerade von Nice Face. Richtige Entscheidung. So patient gerade von Dafung. Richtig gut gemacht gerade an der Edge. Der ist so gut an der Edge einfach. Dafung ja eben gerade ganz knapp noch weitergekommen. Er konnte praktisch gar nichts mehr... kriegt hier den ersten Kill. Er konnte gar nichts mehr daran ändern. Praktisch Skorpion ist dafür verantwortlich, dass er es gerade noch geschafft hat, weil Lifted Skull gegen Dafung gewonnen hat. Zwar bisher schon ein sehr, sehr hypes Turnier. Upsets und alles. Alles war dabei. Und hier Niceface kommt zurück mit der Back Air von Pyra. Wird direkt auf Mithra geswitcht. Für die Frame Data. Vielleicht sollte ich das nochmal kurz posten, dass wir hier in der Top 8 sind inzwischen. Ja, ich bin gespannt. In dem Set gegen Ares sah es so aus, als ob SDN diesmal vielleicht Probleme bekommt, aber es wurde dann doch war dann doch relativ eindeutig. So, jetzt sind wir hier im Winners Semifinals. Nice Face gegen Dafung. Wir haben es beide geschafft. Wie projected. Schön hier gerade von Dafung. Und ja, das ist der Stock. Okay, also Dafung geht hier als Second Seed in Führung. Oh, ja, für den Damage. Wir müssen später mal, jetzt gerade wird das Silber-Bracket gespielt, muss später mal schauen, ob ich da noch jemanden ranbekomme, der kommentieren kann. Ich bin inzwischen ein bisschen heiser. Auch Dafung jetzt hier auf seinem letzten Stock. Kommt hier aber noch ein Grab, macht noch was. Stales so ein bisschen seine Up-B auch, aber bekommt auf jeden Fall Damage drauf. Oh. So, also es wird langsam knapp. Die Pyra ist draußen, die Frame Data wird schlechter, aber dafür... Oh, okay. Oh, interessant. Interessantes Setup. Okay, switcht hier von der Pyra runter. Bin ich mal gespannt, was er hier mit Mithra vorhat. Ich weiß nicht, ab wann Mithra killen kann. Das kann ich wirklich gar nicht einschätzen. Mit Rage vielleicht auch jetzt schon, aber da muss schon ein Smash sein. Da ist wieder Pyra, die kann mit deutlich mehr Angriffen killen. Oh, Dafung kommt da gerade noch ran. Oh, keine Backer, okay. Oh, alles killt hier gerade von Pyra. Oh, schildert das Ganze durch, sehr patient. Schafft ihn offstage. Schöne Nair. Hat da versucht, ihn noch zu gimpen. Nicht ganz, das wird wohl wieder... Ah, killt schon was? Nein. Wird wieder der Forward Throw. Und... Ja. Ja, genau. Also gegen die B von Pyra muss man schon wissen, was man machen kann. Ich glaube tatsächlich, nach dem Parry hätte er springen können. Ich glaube, da kann man rausspringen. Ansonsten kann man auch den letzten Hit spot dodgen, aber... Ja, also man muss schon wissen, wie man gegen diesen Charakter spielt oder... Ja, so ein paar Gegebenheiten, vor allem mit der Up-B und der B von Pyra. Damit man da optimal gegen spielt. Ich glaube, ich setze mich mal in die Mitte, ne? Wenn ich hier alleine bin, kann ich mich auch in die Mitte setzen.
natürlich jetzt kein Water mehr. Aber wird schon reichen. Mal gucken. Nice Face wird wahrscheinlich auf Pyramithra bleiben. Jetzt im Moment ist er noch am Überlegen, so wie es aussieht. Ja, ich würde gerne mal ins Bracket gucken. Ich habe mir die Top 8 noch gar nicht angesehen, um ehrlich zu sein. Schauen wir uns das doch mal an. Aber ja, Ruven ist drin. Sind ja, wir machen das ja so, dass praktisch jeder in der Top 8 im Winners startet. Das heißt, es ist auch gar nicht Winners Semifinals, sondern Winners Quarters. Wir gehen jetzt auch ins zweite Game. Währenddessen gibt es die Paarung Justin gegen Ruven, Flora gegen Beißel und SDN gegen LDT. Okay. Ja, also das Beste aus dem Norden, basically. Ruven, diesmal wieder am Start. Lange nicht mehr da gewesen, da bin ich auf jeden Fall auch hyped. Mal schauen, wie er abschneidet. Hat ein sehr, sehr krasses Set gegen Kochi Ray. Das müsst ihr euch angucken. Und dann, wenn ihr irgendwas Hypes seht oder sowas, klippt das gerne mal. Wir würden in nächster Zeit gerne mal eine Compilation machen von allem, was wir hier gesehen haben. Okay, also im Moment startet es relativ even. Beide so mit ihren kleinen Kombos. Ja, da hat eben davon versucht, einen Jab-Block zu machen. Jab into F-Smash wahrscheinlich. Aber so richtig, richtig schwierig wird das jetzt von den Prozenten erst jetzt, zumindest bei Dafun. Ich kann, muss ich sagen, Pyra und Mithra auch immer noch nicht einschätzen. Okay, einfach gekillt jetzt schon. Krass, das ist die B von Dafun, glaube ich. Von Mii Brawler. Und der Jab killt. Okay. Wir sind hier komplett even hier auf dem zweiten Stock. Schauen, ob wir irgendwie Adaption von einem von den beiden Spielern sehen. Beziehungsweise wer von beiden besser adaptet. Ich muss sagen, ich weiß auch gar nicht, wie aktiv Nice Face in letzter Zeit war, wie aktiv Dafun war. Oh. Okay, das kann hart gepunished werden. Oh, okay. Down tilt. Scheinlich into forward er versucht. War schon sehr dangerous gerade für Nice Face. Und das sollte wieder killen. Ja. Okay, das ist echt eine gute Killing Option. Vor allem, weil man sie auch. Weil man nicht am Boden sein muss dafür. Und das ist jetzt natürlich eine ziemliche Gap, die Dafun jetzt hier so langsam bekommt. Oh, auch wieder die B. Ja. Mhm. Ja, eine ziemlich gefährliche Attacke. Es gibt Counterplay, aber. Okay, also Nice Face hat es ja auf jeden Fall geschafft, die Gap zu closen. Das hat nicht mal lange gedauert. Ich bin gespannt, ob Dafun hier wieder seinen Early Kill bekommen kann. Weil letztes Mal, letzten zwei Kills waren so um bei 100. Oh, auch das hätte fast früh gekillt. Wollen wir jetzt mal gucken, ob er nochmal die B versucht. Oh. Er ist jetzt gerade langsam Last Hit tatsächlich. 77 ist jetzt noch nicht ultra viel, aber Pyra, oh, kann schon free killen. Genau wieder Upsmash von Dafun. Ja, schafft es hier also, einen Ausgleich zu erzielen. Steht 1:1. Ja, sehr gut. Also, es bleibt spannend. Es kann auf jeden Fall jeder von den beiden gewinnen. Wir bleiben auch auf Pokémon Stadium 2, so wie es aussieht. Ich bin aber gespannt, okay. Und so wie es aussieht, wird es auch bei Pyra und Mithra bleiben. Das war nämlich so meine Frage. Ich weiß jetzt nicht, ob er den maint im Moment oder ob er ja, gerade nur so ein bisschen am Grinden ist mit dem Charakter. Auch Turniergrind ist ja auch wichtig. Okay, also es bleibt zumindest spannend. 1:1. Wir gehen hier in Game Nummer 3. Combo gedroppt. Dafür 20 Schaden bekommen. Easy 20. Der Momentum sieht im Moment sehr gut aus für Dafun. Und das hätte fast böse ausgesehen hier gerade für Nice Face.
So, also wir schauen mal, wie es hier weitergeht. 123%, schön und gut. Es muss natürlich noch zu dem Kill kommen. Wir haben gesehen, es gibt da genug Optionen, die der Mii Brawler hat. Aber den Kill muss man natürlich trotzdem erstmal bekommen. Okay, da pummeln wir lange für den extra Damage. Ich weiß gar nicht, gibt es da irgendeine Last-Ditch-Effort-Methode von Daffung, von Mii Brawler? Hat er da irgendwas? Ah, Up-Air killt auch immer noch nicht. Gibt es da irgendeinen Throw? Nein, auch nicht. Den Nair sollte jetzt aber killen, glaube ich. Gedroppt und sofort getötet. Oh mein Gott, selbst da. War das Sweet Spot? Ist das alles Sweet Spot? Crazy, dass er da den Kill vorher bekommen hat. Und 200% hier gerade mit Mithra. Da versucht er gar nicht mehr wegzuwechseln. Bringt ja nichts. Da reicht jeder Hit. Vor allem so einer, der stark. So ein starker wie die Abi von. Oh. Mii Brawler. Oh, okay. Diesmal hat er ihn durchgeschildert. Es ist nicht leicht, den zu punishen tatsächlich. Also der Endlag ist nicht allzu hoch, wenn man das Ding schildert. Oh, und das sollte killen. Ja. Okay. Also hier wieder eine entspannte Lead hier für Daffung. Bisher konnte er die Leads aber nicht besonders lange halten. Oh, das sieht schon mal gut für ihn aus. Ein paar Prozente. Nice. Vielleicht wer es schafft es, dazwischen zu grätschen, schafft es auch den Kill zu holen. Ja, zur Edge. Und der Upsmash hart. 111%, wir wissen, was bei ungefähr 111 killt. Und zwar die B. Und der Upsmash auch. 2-1 in Führung hier gerade. Daffung, sauber. Sehr stark. Ich glaube, Niceface ist Second Seed vom Turnier. Ja, ich glaube schon. So, es steht also 2-1. Gab es irgendwas mit dem Controller? Wurde irgendwie nochmal neu gemacht. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob Niceface auf Pyranmithra bleibt oder ob wir hier Link sehen. Nee, wir bleiben bei Pyranmithra. Okay. Heute ist also nur Pyranmithra. So. Also, das erste Mal kein PS2 mehr. Wir gehen auf Battlefield. Ja, extendet so die Kombos von Mithra vor allem. Pyra ist sicherlich ziemlich gut im Scharken. Ja, doch, kann ich mir schon vorstellen. Aber Daffung ist auf jeden Fall gut auf der Stage. Also schafft es auch in Clutch-Situationen hier und da mal einen sehr early Kill zu kriegen. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Mal schauen. Weiß hier auf jeden Fall, diese Stage einzusetzen, wie wir gerade auch sehen können. Und, ja. Nee, warte, auf dieser Stage nicht. Auf dieser Stage von ganz unten killt das nicht. Oh, Ballsy hier gerade. Einfach on stage zu recovern. Oh, das auch nicht. Okay. Vielleicht gar keine so schlechte Idee gewesen von Niceface. Überlebt es auf jeden Fall schon länger. Wobei er natürlich eben gerade auch 200% hatte. 165. Oh, Side B, okay. Kann man machen. Und noch ein. Wird nicht gepunished. Okay. Hat zwar den richtigen Read gehabt, aber das Timing war off. Ja. 182. Brechen wir den Rekord. Max Damage 221.
187. Oh, und schon wieder. Wie im Game davor. Nimmt das mit dem Damage einfach kein Ende bei Nice Face, aber er wird halt nicht gekillt. 205%. Bleibt jetzt auch wieder auf auf Mithra. Und schön die Side-B einfach weggespiked. Sehr, sehr merkwürdige Hitbox, also Hurtbox besser gesagt, wenn Mithra diesen Move macht. Oh ja. Danke. Das Teewasser ist neu. Das Teewasser ist da. Wurde auch dringend gebraucht. Währenddessen sehen wir 83% hier schon auf Nice Face drauf. Aber wie wir eben gesehen haben, muss das nichts heißen. Das kann ganz schnell turnen, wenn Pyra rauskommt und die den Sack zumacht. Aber dieser killt. Diesmal killt's. Ja. So, ganz wichtig hier gerade für Dafung, endlich mal eine Lead zu bekommen. Eine, die er vielleicht dieses Mal auch halten kann. Aber nicht, wenn Nice Face da noch ein Wörtchen mitzureden hat. Ich habe bisher noch gar nicht so den Down-Air von Pyra gesehen. Die ist eigentlich ziemlich gut. Also so viel Range und wenig Endlag, wenn man die mit Short-Hop macht. Die ist zumindest auf Plattform ziemlich gut. Aber ist wahrscheinlich trotzdem zu gefährlich, auf den Plattformen zu campen. Zumindest bei Mii Brawler. Der kann dann doch sehr früh killen. 80% jetzt auch schon wieder drauf auf Nice Face. Wird er sicherlich bald nach dem Kill suchen. Oh, ja. Er sucht für die B. Nach der B. Oh, schön recovered. Das war nur mit dem Neutral Air Dodge möglich. Oh, schön. Forward Throw. Er geht deep. Nein, schafft es nicht zu bekommen. Aber hier mit der Downbeat schafft das easy zu recovern. Und wieder ein Versuch. Wird er nochmal versuchen, aggressiv drauf zu gehen. Nein, er bleibt da. Aber das ist ja auch genau das, was Dafung sehr gut kann. Und er schafft sie tatsächlich einfach 3-1 zu gewinnen. Gegen Nice Face. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Show.